Hallo liebe Schüler, heute geht es um Ungleichungen. Es wird sich nicht mehr sehr viel ändern, nur dass ein Ungleichheitszeichen dazwischen steht. Das war vorher ein Ist-Gleich und hat Gleichung geheißen. Jetzt steht ein Ungleichheitszeichen und damit ist es eine Ungleichung. Ein Ungleichheitszeichen ist zum Beispiel ein kleiner, ein größer, ein kleiner gleich oder ein größer gleich. Und damit ändert sich ein bisschen was. Habe ich hier in den Merksatz reingeschrieben. Man kann sich das auch mit anderen Worten zusammenfassen. Wenn ich bei einer Äquivalenzumformung durch eine negative Zahl, also zum Beispiel durch minus 3 oder durch minus 2 teile oder durch eine mit einer negativen Zahl multipliziere, dann ändert sich das Ungleichheitszeichen. Also aus dem, was hier steht, würde dann aus dem Kleiner ein Größer werden. Das muss man berücksichtigen, wenn man jetzt diese Ungleichung auflöst. Ansonsten bleibt alles beim Alten. Das, was ich hier machen muss, als erstes ist Klammern auflösen, zusammenfassen, was geht, dann Äquivalenzumformungen und dann aufpassen, was passiert, wenn ich durch eine negative Zahl teile. Ihr sollt jetzt das, was hier steht in dem ganzen Video, schon mal abschreiben, dann das Ganze selber lösen. Das heißt, jetzt auf Pause drücken, auf Pause drücken. Und weiter geht's in 3, 2, 1, weiter geht's. Ja, auflösen heißt auf der rechten Seite die Klammer auflösen. Wir müssen das Minus vor der Klammer wegkriegen und das kriegen wir eben weg, indem wir die Vorzeichen in der Klammer umdrehen. War eine Regel bei den Termen. Auf der linken Seite können wir zusammenfassen. Da wird aus minus 3x minus x ein minus 4x. Aufpassen, mit dem 4 darf ich nichts machen. Das war die Regel mit den Äpfeln und den Birnen. Also bleibt stehen, minus 4x plus 4 auf der linken Seite und minus 8 minus x auf der rechten Seite. Vorsicht, häufig vergisst man hier hinten auch noch das Vorzeichen umzudrehen, obwohl es ja vor der Klammer klar ist, dass man es machen muss. So, und jetzt beginnt die Äquivalenzumformung. Das heißt, wir bringen zum Beispiel erstmal das x auf die andere Seite plus x auf beiden Seiten. Dann wird hier ein minus 3x plus 4 kleiner minus 8. Als nächstes kommt das minus 4 rüber, also das plus 4 natürlich, auf die andere Seite. Das schaffen wir, indem man minus 4 rechnet. Nicht verwechseln. Normalerweise wird man sagen, ey, wir machen eine Minus-Äquivalenzumformung, aber das gilt nur bei Mal und Geteilt, dass sich dann das Vorzeichen ändert. Das heißt, wenn ich Plus und Minus rechne, dann passiert erstmal nichts. Also es bleibt dieses Ungleichheitszeichen bestehen. Hier fällt das Plus 4 weg und auf der anderen Seite wird aus Minus 8 Minus 12. Jetzt teile ich auf beiden Seiten durch Minus 3, um dieses x freizulegen. Und jetzt kommt dieser Fall, der im Merksatz mit drin steht. Wenn ich durch eine negative Zahl dividiere in dem Fall, dann ändert sich das Vorzeichen. X größer 4 muss quasi als Ergebnis dran stehen. Die Lösungsmenge schaut jetzt etwas anders aus. Normalerweise würden wir ja hinschreiben, Lösungsmenge ist gleich und dann Ergebnis rein. Bei einer Ungleichung sind es natürlich ungleich mehr Lösungen, denn ich kann ja jetzt quasi für das x in dieser Ungleichung da oben alle Zahlen einsetzen, die größer sind als 4. Also die 4 selber darf ich nicht einsetzen, damit was Wahres rauskommt, aber ich darf alle Zahlen einsetzen, die größer sind. Und das schreibt man so. Die Menge aller x, also das Geschweifte ist ja ein Zeichen für die Menge, und x mit der Eigenschaft ist dieser x und Strich, und dahinter schreibt man dann, was für Eigenschaft dieses x hat, nämlich, dass x größer sein muss als 4. Das ist quasi nichts anderes als das Ergebnis, die letzte Zeile hier hinten hingefasst. Ist nur eine andere Schreibweise. Das kann man in der Lösungsmenge so darstellen, man kann es aber auch als eine Zahlengeraden darstellen. In dem Fall habe ich jetzt einfach von 0 bis 7 und dann einen Pfeil gemacht und habe die Zeichen oder diese Werte farbig markiert, für die es betrifft. Also alle, die größer sind als 4, 4 und dann male ich einfach so weit, bis die Zahlen halb gerade geht. Das hängt immer davon ab, was ich für eine Grundmenge habe. Hätte ich jetzt als Grundmenge zum Beispiel natürlichen Zahlen gehabt, dann hätte ich nur an der Stelle 5, 6 und 7 Kreuzle machen dürfen, weil dann wären die Zahlen dazwischen ja nicht in der Grundmenge dabei gewesen. Die Zahl 4 selber hätte ich nicht ankreuzeln dürfen, weil alles größer ist als 4. Das müssen wir jetzt aber hier noch ein bisschen kenntlich machen und das macht man mit sogenannten eckigen Klammern. Diese eckige Klammer nach links bedeutet, dass die Zahl 4 selber nicht dazugehört. Jetzt, wenn man quasi die Zahlen halb gerade liest, dann sagt man, ah, alles klar, das sind alle Werte größer als 4, aber die 4 selber gehört nicht dazu. Wenn ich die eckige Klammer in die andere Richtung mache, dann würde ich damit andeuten, dass die 4 selber dazugehört. Das heißt, nach außen geöffnet, sie gehört nicht dazu. Zu dieser Punktmenge, die auf dem Ganzen dargestellt ist, geöffnet, heißt, die Zahl selber gehört dazu. Was haben wir also heute gelernt?
Wir wissen eigentlich schon längst, wie Ungleichungen zu lösen sind. Aber jetzt kommt natürlich hinzu, dass man zuerst Terme auflösen muss. Das war ja auch bei den Gleichungen schon so. Und als Wiederholung müssen wir da natürlich berücksichtigen, erstens, dass man die Strichäquivalenz aufpasst, bei geteilt durch eine negative Zahl oder mal eine negative Zahl, dass man die Lösungsmenge ein bisschen anders schreiben müssen und dass man die Lösungsmenge auch auf einer Zahlenhalbgeraden darstellen können oder auf einer Zahlengeraden, je nach Lösung. Das war's, bis zur nächsten Stunde.